So, dann lassen wir mal Taxman anziehen. So, Ramsay, du bist Mitkämpfer. Ja, komm, du ziehst das dann an. Okay, jetzt pass auf. Kampfmodus. Kampfmodus. Okay, das könnte jetzt echt brenzlig werden. Kampfmodus. Kampfmodus. Ich habe bewusst noch nicht geschaut, was da auf mich zukommt. Bewusst. Kampfmodus als Backup, falls jemand drankommt. Na. Kampfmodus. Jetzt müssen wir alle im Kampfmodus haben, ne? Toll kann halt leider nichts machen. So, pass auf. Der hier hat das Überlebensgewehr. Die zwei müssen ein bisschen weiter vor. Ne, der hat Präzisionsgewehr, der kann auch ziemlich weit schießen. Boah, fuck. Oh, das sind sie. Das sind die. Sind das die? Die zwei? Energielanze, schlecht. Alter, okay, die können ja extrem weit schießen. Die können extrem weit schießen. Okay, wir müssen Folgendes machen. Meine Leute können soweit nicht schießen. Was macht ein Taxman hier? Schaden dich ziehen, ey. Das ist doch nicht... Oh Mann, Alter. Fraktion, ein Mechanoidenschwarm. Lecken Sie mich am Arsch. Ein Mechanoidenschwarm. Okay, aber das sind nur zwei Stück, Freunde. Das kriegen wir hin. Jetzt greifen mich schon Mechanoiden an, ey. Was ist da denn los? Das ist ein bisschen nicht so geil. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee nebenher, während der lädt. Huch. So. Also, pass auf, wir müssen das folgendermaßen machen. Du bleibst schon mal da, das bringt mir gar nichts mit dem Nahkampf hier. Gil fehlt noch, ne? Habe ich recht oder stimmt's oder habe ich recht? Ja, Genevieve kommt nicht mit. Gil kommt mit. Ja. So, das Problem ist, die treffen ziemlich gut. Und vor allem extrem weit. Energielanze. Die treffen halt... Was ist 37? Das ist ja gar nicht so weit. Da hat ja mein Präzisionsgewehr eigentlich eine höhere Reichweite. Das Problem ist halt, ich will nicht, dass die mir das Ding kaputt schießen. Und das werden sie tun, wenn ich nicht angreife. Wir müssen also angreifen. Alter, das ist so krank. Ja, komm, Leute, Angriff. Es hilft ja alles nichts. Wie machen wir sonst? Oh. Schon wieder. Das ist unfassbar. Kann ich so ein Ding auch gefangen nehmen? Das ist ja lustig. Alter, was? Ich habe drei Bewusstlose. Was?
ich mit den Kindern. Ja. Können Sie mal bitte treffen? Bitte. Schneller bitte. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Währenddessen können wir mal kurz Folgendes machen. Da können wir mal kurz so einen nutzlosen Char wie Larry holen, weil so ganz... Warum habe ich eigentlich... Achso, ja. So, Tiger. Duck retten. Larry. Taxman retten. Das Problem ist aber, was haben die abbekommen? Jetzt muss ich mir erstmal gucken hier. Körper. Schuss, Energielanze, Energielanze, rechte Lungenflügel, Schädel, Kopf, Nacken. Oh, fucking hell, Alter, das ist unfassbar. Nee, was ist das denn? Das gibt's doch nicht, oder? Das Spiel wird mich verarschen. Inferno-Kanone. Was zum Geier, Alter. Ich will's nur mal wissen. Okay, wir können die nicht gefangen nehmen. Wir können die nur töten. Drecksviecher. Okay, es waren also doch nicht nur zwei. Das Ding ist krass. Oh mein Gott. Wie soll ich das schaffen, Leute? Wie soll ich das schaffen, ohne dass mir die Hälfte der Mannschaft verbrutzelt oder verkrüppelt ist nachher? Ich weiß doch, Alter, wie soll ich das denn machen, ey? Wie soll ich das machen? So, pass auf, ich gucke jetzt erstmal kurz, wo die genau sind. Okay, hier ist der Dicke da. Und hier sind die zwei. Wisst ihr was, ich werde die zwei umgehen und werde vielleicht erstmal hier hingehen und die fette Raupe platt machen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich versuch's. Weil die werden sich dann hier um mein Geschütz kümmern. Oh Mann, ob das funktioniert? Ich weiß es nicht so wirklich. Ich bin mir da nicht so sicher. Tiger. Ja, nee, Tiger brauchen wir nicht. Der hat ja Nahkampf. Wobei wir eigentlich... Könnten wir mit dem Tiger auch auf Fernkampf gehen, oder? Der war im Nahkampf sehr gut, aber ich glaube die... Wer war denn die andere Nahkämpferin? Das war die Genevieve, ne? Kann das sein? So, Elena, du kommst erstmal ran hier. Wie ist du auch? Warum müssen mich Mechanoiden angreifen? Ich raste aus, echt. Das ist doch... Das kann doch echt nie wahr sein. Die war im Nahkampf schlechter, aber, ganz ehrlich, warum geht die jagen? Warum geht die jagen? Geht die jagen? Oder trägt die nur? Genevieve, du bist doch nicht als Jäger eingeteilt? Nee, okay, sie... Ja, okay. Alles gut. So, aber die können wir nicht als Fernkampf einsetzen. Wir können allerdings... Den hier können wir als Fernkampf einsetzen, denn den juckt das nicht. Und der ist jetzt auch nicht so ultra schlecht im Fernkampf und wir würden es damit auch ein bisschen pushen noch. Wisst ihr was? Den lassen wir mal hier dort ausrüsten schnell. So, mach schneller, Junge. So. Hier ran. Und dann haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mann. 8 Fernkampfleute. Plus eine, die nur Nahkampf macht, die wir nicht genug gebrauchen können. Plus einen, der nur ohne Bein da liegt. Plus einen, der gar nichts machen will. Okay.
Was einer deiner Kolonisten hat einen. Was heißt das? Darf der mit so einem Energieschild kein Ding tragen, oder was? Ist das Energieschild etwa wie ein wirkliches Schild, wie damals im Mittelalter? Ja, eigentlich ist das ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das so wirklich funktioniert. Der Schild verhindert, dass die Waffe gegen Gegner ist, außer gegen Ziele, die den Schild berühren. Ja, das ist ja ziemlich scheiße irgendwie, ne? So, dann bringt das Schild natürlich gar nichts. Dann können wir nämlich mal kurz jemandem wie. Hallo? Ich sehe sie nicht, ich sehe sie nicht. Wo ist sie denn? Sag mal, hallo? 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 Hier. Die Genevieve zum Beispiel. Die kann dann das Energieschild anziehen, denn die ist ja Nahkämpferin. Das heißt, okay, das heißt, wenn wir wirklich vernünftige Nahkämpfer haben wollen, die brauchen also Energieschilde. Dann sind die besser geschützt. Jetzt verstehe ich das. So, Tiger, du kommst mal ran da. Ich muss die schon mal losschicken, ja. Ah, okay, diesmal haben die sich gesplittet, die Schweine. Vielleicht gar nicht so schlecht. Auf die Mütze bekommen. Oh oh. Achso, das ist schwer. Ich dachte gerade, da kommt die Raupe an. Alter, was die Viecher aushalten, das ist nicht normal, du. Okay, pass auf. Wir haben. Warte, 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 warte. Genevieve. Bitte sofort mal. Warte, was hat er abbekommen? Der kann nicht viel abbekommen haben, ne? Linker Arm, okay, alles klar. Das geht alles. Den retten wir mal. Und dann bewegen wir uns auf zu dieser dämlichen Raupe. Und gucken, dass wir die zuerst platt machen, bevor wir den hier platt machen. Obwohl beide ja schon ziemlich nah ist. Komm, das müsste was treffen. Oh mein Gott! Ich will mich nicht verarschen. Stirb das Vieh mal! Ich werd wahnsinnig. Oh. Sollen wir es probieren einfach? Ja. Wir probieren es einfach. Soll es schon schaden, ne? Das Vieh stirbt nicht. Ne, wir haben. Das.
Oh Mann, Leute, sorry, dass ich gerade nichts gesagt habe. So. Ich war echt ein bisschen. Was soll man denn dagegen machen? Jetzt mal ernsthaft. Was soll ich dagegen machen? Das Vieh hält. Das stirbt mich.